geschätzte Kollegen. Matthias Köchl von den Grünen. Wenn man über den technologischen Wandel spricht, einmal 100 Jahre zurückblicken, deswegen steige ich einmal ein mit einem Text von Peter Rossegger, der das 1902 geschrieben hat. Auf der eisernen Straße heran kam ein kohlschwarzes Wesen. Es schien anfangs stillzustehen, wurde aber immer größer und nahte mit mächtigem Schnauben und Pfustern und stieß aus dem Rachen gewaltigen Dampf aus. Und hinterher, Kreuz Gottes, rief mein Pate, da hängen ja ganze Häuser dran. Das bringt kein Herrgott mehr zum Stehen, fiel mir noch ein. Da hub der Bati die beiden Hände empor und rief mit verzweifelter Stimme, Jessas, Jessas, jetzt fahren Sie richtig ins Loch. Und schon war das Ungeheuer mit seinen 100 Rädern in der Tiefe. Die Rückseite des letzten Waggons schrumpfte zusammen. Nur ein Lichtlein davon sah man noch eine Weile. Dann war alles verschwunden. Bloß der Boden dröhnte und aus dem Loch stieg der Rauch. Mein Pate wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß vom Angesicht und starrte in den Tunnel. Im Waggon waren Bänke, schier wie in einer Kirche. Und als wir zum Fenster hinausschauten, Jessas und Maron, schrie mein Pate, da draußen fliegte eine Mauer vorbei. Jetzt wurde es finster und wir sahen, dass an der Wand unseres knarrenden Stübchens eine Öllampe brannte. Draußen in der Nacht rauschte und doste es, als wären wir von gewaltigen Wasserfällen umgeben und um uns hallte ein schauerliche Pfiffe. Wir reisten unter der Erde. Der Bate hielt die Hände auf dem Schoß gefaltet und hauchte im Namen Gottes. Beim Dampfwagen, da ist doch der Teufel dabei. Also so viel zur Technologie vor 100 Jahren. Vor über 100 Jahren, da war noch die Angst, dass man, wenn man mit dem Zug in den Tunnel einfährt, wird das Trommelfell platzen. Wenn wir heute auf die Idee kommen würden, im ländlichen Raum zum Beispiel, dort, wo kein öffentlicher Verkehr, kein Zug und kein Bus und nichts fährt, eine Selbsthilfegruppe zu machen, nennen wir sie mal Uber, um uns mit Smartphone zu organisieren, wie wir uns gegenseitig helfen, Mobilität sicherzustellen, dann ist es in Österreich derzeit nicht möglich, diese Selbsthilfegruppe namens Uber, sondern es kommt dann ein Taxidienst heraus im Wien ersten Bezirk, weil die österreichische Gewerbeordnung das gar nicht zulässt, dass man am Land mit dem Nachbarn über Smartphone sich organisiert. Das war zum Beispiel die Ursprungsidee. Das Thema Sharing-Economy ist ganz aktuell. Da habe ich gerade zuletzt einen Antrag gestellt, der im Wirtschaftsausschuss vertagt wurde, wie wir Güter gemeinsam teilen. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun und das hat auch sehr, sehr viel mit Europa zu tun, weil wenn man sich die Frage stellt, ob man jetzt eine App entwickelt, ein neues Produkt entwickelt, machen wir das in den Vereinigten Staaten, machen wir das in Europa, dann wird es in der EU etwas kompliziert. Da geht es eigentlich darum, dass man Rahmenbedingungen gemeinsam schafft und ähnliche Grundbedingungen. Also nennen wir es einmal Vereinigte Staaten von Europa, in diese Richtung denkt. Es sind aber auch Themen wie ethische Fragen. Wenn wir von selbstfahrenden Autos reden, wir haben es heute schon mehrfach gehört, dann wird sich irgendwann die Frage stellen, wenn das Auto selbst fährt und muss ausweichen, ob es nach rechts oder links ausweicht, in beiden Seiten stehen Menschen, dann wird der Computer eine Entscheidung treffen müssen, wo ist sozusagen das Schadensrisiko geringer. Also ganz, ganz schwierige Fragestellungen, die Politik hat hier noch einiges zu tun. Medienkompetenz gehört für mich genauso in den Bereich des technologischen Fortschritts. In Zeiten, wo auf Facebook die Menschen alles teilen, ich glaube, das sind wir uns ja einig, da wird wirklich alles geteilt und kein Mensch nimmt mehr Rücksicht, was ist das für eine Quelle oder die Kompetenz, unterschiedliche Quellen unterschiedlich zu beurteilen, ist drastisch gesunken, da müssen wir das Thema Medienkompetenz wieder hervorheben, dass man in Zeiten, wo der Hass auch schon digitalisiert wird, jetzt könnte ich sagen, naja, den Hass in Nuller und Einser zerlegen ist was Positives, ganz so positiv sehe ich es dann doch wieder nicht. Also auch der Hass wird digitalisiert und dagegen ankämpfen können wir nur, indem wir die Medienkompetenz stärken. Das Thema Erwerbsarbeitslosigkeit kommt immer wieder, oder es wird immer wieder gesprochen über Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt. Das Wort Erwerbsarbeitslosigkeit ist etwas präziser, weil Arbeitslose gibt es eigentlich nicht. Das Thema ist, wie wird man für die Arbeit, die stattfindet, in vielen Bereichen auch entsprechend bezahlt. Das sind die Themen, denen wir uns stellen müssen. Hier auch die Frage nach einem modernen Steuersystem. Wenn wir schon davon sprechen, dass die Roboter unsere Arbeit übernehmen, dann können wir doch darüber sprechen, dass auch die Roboter Sozialabgaben zahlen oder Steuern zahlen. Das ist eigentlich das Thema, dass man noch unter Maschinensteuer in den 70er Jahren Logik argumentiert. Aber ich glaube, man könnte auch sich darauf verständigen, dass auch die Roboter die Steuern und Sozialabgaben zahlen. Geschätzte ÖVP. Von der ÖVP ist heute da vom Kollegen Hanger noch gekommen, der hat gesagt, 24 Stunden arbeiten. Das sehe ich jetzt nicht so.
Oder meinen Sie 7 Tage die Woche arbeiten? Das sehe ich nämlich auch nicht so. Also hier möchte ich schon einmal ein bisschen Klarheit bitten und den Menschen im Vordergrund sehen und nicht immer nur die Technologie. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war Matthias Köchl von den Grünen.